Grüße und willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 20. Und wir stehen vor dem Working Sith Tools, weil wir unsere Quest jetzt hier haben, die nächste Dreier. Und ich würde sagen, Bab, fangen wir gleich mal an. Wir laufen erstmal wieder einmal drumherum, ne? Bauen alles ab. Wir müssen nur die Vorräte holen. Wir müssen ja nicht mal säubern. Okay, nice. So, nochmal gleiche Runde wie gestern zum Feierabend. Ne? Hier Autos looten, abbauen, Zombie wegklatschen. Komm mal rein, die Key mit. Guck mal, 7 Öl gekriegt. Sehr schön. Öl werden wir auch viel brauchen. Ja, Mäuschen. So nicht, ne? Wenn du mir schon auf den Keks hier isst. So, Blei, Messing. Hammer, Messing so? Nee, nehmen wir schon so mit. Paar Nägel. Ah, ja, komm her. Da weißt du was? Tschüss. So. Wir haben schon wieder fast ein Level ab, ne? Wir sammeln erstmal jetzt auch wieder Skillpunkte, dass wir damit mit dem Schwung ein bisschen was skillen können. So, ich weiß nicht, ob wir heute die letzte Quest machen. Nee, ich glaube, wir machen dann auch am Tag 7 machen wir noch eine Quest. Einfach darum, damit die Zeit besser vergeht, beziehungsweise schneller. Werden aber dann schon mal gucken, inwieweit wir ein bisschen was vorbereiten. Und ich habe gesehen in den letzten Videos, weil ich jedes Mal mal fragte, ne, oh ja, wo machen wir das? Und ne, ich bin mir so unsicher. Und wir hatten uns hier einen Turm rausgesucht, der hier in der City ist. Und da werden wir wahrscheinlich an den Turm weitermachen. Beziehungsweise wir werden die Horde Nacht Tag 7 an diesen Turm verbringen. So, siehst du, wieder zwei Heizkörper. Bisschen Müll. So, jetzt haben wir das erstmal komplett wieder fertig. So, dann würde ich sagen, auf rein da. Da drin geht ein bisschen die Action ab. Macht aber nichts. Ah, ich erinnere mich da oben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Moin! Oder auch nicht. So, Holz. Leichter und schneller kommst du nicht an Holz. Sehr nice. So, erstmal fallen sie von oben runter. Klatsch. Die ist so krass. Klatsch. So, noch einer ohne Fahrschein. So, in die Kasse. 10 Geld. Naja, 10 Geld, ne? Das ist jetzt auch nicht viel. So, dann haben wir hier noch einen Grill, den Haufen Zement. Den lassen wir natürlich nicht liegen, ist klar, ne? So, sehr schön. Das ist halt das Geile. Hier gibt es so viele Ressourcen, die du mitnehmen kannst. Gucken wir mal, was da zusammenkommt, ne? Und dann können wir auch gleich schön aufwerten, wenn wir uns was Schönes bauen. Hetzen lassen wir uns nicht, ne? Ist klar. Wir machen hier schön gemütlich. Also ich will jetzt auch nichts irgendwie reindrücken oder reinpressen, ne? Nur damit wir hier irgendwie schnell irgendwas haben. Mit der Zeit kriegen wir das alles schon, ne? Deswegen. So, was haben wir hier? Haben wir noch Regal. Oh, schön, Dietricher. Ich frage mich jetzt nur, wo der ist. Ach, hier hinten. Ach, Bob. So, Level 24. Alter, schon Level 24, echt, ja? So, hier oben haben wir noch ein paar Döschen stehen, oder? Nee. Okay, das zählt jetzt zum Regal dazu. Hier, leer. Hier können wir noch. Das zeig ich mal her. Bisschen Plastik. Plastisch. Ein Pinsel. Kannst du schreddern? Braucht man nämlich nicht. Hier haben wir auch noch was. Grüße. So, oh, 14 Nägel, sehr schön. So, okay, nochmal 14 Nägel, auch nice. Nägel sind gut, ne? Brauchen wir sonst nicht herstellen.
die Schreddrich auch nicht. Und noch Dietrich, auch nicht schlecht. So, hier nochmal 7 Nägel. Nehmen wir natürlich mit. Einkaufswagen, ein leeres Gläschen. So, wieder 2 Dietriche, 2 Machetenteile. Jawohl. So, jedes. Jetzt hier, wir haben jetzt 8-fache Chance, eine Handfeuerwaffe mal im Klo zu finden. Soll ich dir was verraten? Wir werden absolut keine finden. Das ist doch so geil erzählt. Alter Falter. So, jetzt haben wir hier noch die Seiten mit Regalen. Die müssen wir auch alle mitnehmen. So, die Dingsregale machen wir gleich. So, was haben wir hier? Alter, manchmal ist echt nur Stuss drin, ne? Ich habe Golle gehört. Golle, willst du uns besuchen kommen? Wir könnten eigentlich den Hauptgut ganz schnell holen, ne? Bräuchten da nur die Tür aufmachen und drin. So. Wir wollen ja die Quest komplett so gehen, wie sie sein soll, ne? Sind wir uns doch einig, oder? Irgendwo klopft's. Klopfst du hier? Nö. Aber hier sitzt nämlich auch noch einer. Sieht man den? Ne, sieht man nicht. Haben sie gut gemacht. Aber da sitzt er, siehst du? Oh, hier haben wir noch nicht. 14, wie viele Nägel haben wir denn jetzt? 58, da kam was zusammen, ne? Also bei den Nägeln kam echt was zusammen. So. Guck dir an. Ach, Gölle. Du lernst es aber auch nicht, mein Junge. Alter, was geht, Junge, was geht? Schleichschaden, oh Scheiße, Drops. Lose Hühner. Ja, interessiert mich jetzt nicht. So, was haben wir hier? Kannst du drinnen lassen? Das brauche ich absolut nicht. Ist so klar, ne? Das ist so klar. Wir kriegen absolut keine Handfeuer. Ich meine, wir haben ja eine Zweier. Ich meine, so eine Vierer oder eine Fünfer würde ich mich freuen. Wieso sieht das hier hinten so neblig aus? So, was haben wir hier? Dingens. Also langsam werden wir schon wieder voll mit dem Inventar, ne? Wir sind ja noch nicht mal da bei den richtig coolen Scheiß angekommen. So. Wieder Ressourcenabbau, das hatte ich ja gesagt, ne? Das nehmen wir hier schön mit. Weil das brauchen wir dann, wenn wir unsere Base bauen wollen. Das Ding ist da oben. Okay, hier geht gleich nochmal der Post ab. Moin! Okay. Warte. Aua! Lass du das? Lässt du das? Es ist einfach. Es ist nicht möglich, ne? Es ist einfach nicht möglich. So. Erstmal einmal die ganzen Müllhaufen durchsuchen. Sehr schön. Guck hier. Du hast so viel Scheiß zusammen. Das ist echt der Hammer. Du bist überlastet. Ja, das ist mir klar. Ist ja nichts Neues, ne? Ist ja absolut nichts Neues, dass man hier überlastet ist. So, dann haben wir nämlich hier gleich die ganzen Stiff-Tools-Dinger. In die Klöten. Da kommen die Tröten. Entschuldigung. Ah, der musste sein. Ah. So. Ja, da bauen wir auch das ganze Zeug hier ab. So, Überraschung wollen wir nicht. Sehr schön. Mal gucken, wie wir die Quest schaffen. Ich denke mal, von zeitlichen her sollten wir drinnen sein. Ja, sollte ja kein Ding sein. So, wichtig ist jetzt, dass wir die ganzen Kisten öffnen. Und hoffen, dass wir vielleicht irgendeinen coolen Scheiß drin haben. Zum Beispiel die Nahrheilpistole wäre geil. Vorschlag Hammer 3, der bringt richtig gut.
Okay.21 Baublöcke nehme ich auch mit. Gerne. So, mal gucken, was wir hier drin haben. 27 Baublöcke, auch nice. Und 3 mechanische nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, die hatten wir gerade. Dann haben wir da eine. Zack. Da haben wir eine 5er Eisenschaufel. Ja, bitte. Sehr nice. Grüße. So, dann kannst du das schon mal mitnehmen. Dann können wir hier die verändern. Geil. So muss das laufen. Weißt du wie? Genau so und nicht anders. So, verändern. Kannst du die rein. Sehr schön. Die können wir verkaufen. Bringt Geld. Geld brauchen wir ja immer in Genüge. So, die Dosen. Ja, Missing. Fettern. Scheiß drauf, nimm mit. So, was haben wir hier drin? Amboss, sehr nice, nehmen wir mit. Und Motorenwerkzeugteile, sehr schön. Das hat sich doch eigentlich gelohnt, ne? Also ich bin echt positiv überrascht, was wir jetzt für gutes Zeug rausgekriegt haben. So, was haben wir hier noch drin? Hier haben wir noch einen. Kannst du öffnen? Dedim. Gucke mal, die Kunst des Bergbaus, Band 4. Melasse. Von diesem 2 Jahrhundert alten Kaffeerezept lernst du, Kumpel Melasse. Melasse? Heißt das Melasse oder spricht man das anders aus? Zu kochen. Einen extrem starken und lange wirkenden Kaffee, der dich wärmer als der Arsch eines Brunnengräbers halten wird. Du kannst Melasse fertigen, einen extrem starken Kaffee. Sehr schön. So, dann ein bisschen Pflasterstein, noch ein paar Bauklötze. Sauber, schön. So, reicht mir, können wir raus. Nein, natürlich nicht. Ich will mal gucken, wenn ich das noch baue, es gibt Holz. So, da müssen wir noch hoch. Warte mal. Den hat man, den hat man, der umgekehrt mal alle. So, was haben wir hier drin? 2 Dietriche, sehr schön. Immer willkommen, ne? Ah, dieses Doppelt-Gelaber auch manchmal, ne? Das sieht man so auf dem Keks. Ah, das mache ich nicht mit Absicht. So. Oh ja, die Dinger, wenn ich die alle abbaue. Oh, da gibt's so coolen Scheiß, ey, ehrlich. Zum her. Ne, elektrische, mechanische, Eisenrohre, alles, was du eigentlich brauchst nachher. Komm, wir bauen sie ab. Die Zeit nehmen wir uns mal, oder? So. Sehr schön. Da kriegen wir nämlich so viel geiles Zeug raus. Gerade mechanische werden wir noch viel brauchen. Weil wir wollen jetzt ja auch den 4x4-Truck irgendwann bauen, ne? Dann brauchen wir ja für den Hubschrauber, brauchen wir. Ja, ist Fakt. Den wollen wir uns ja auch bauen. Das ist ja eine Mod. Hatte ich ja anfangs gesagt, dass wir uns die mit drauf gemacht haben. Und halt die Inventarerweiterung. Gucken wir, da oben wäre auch noch was. Da habe ich jetzt keine Lust, nochmal hinzugehen. So. Und dann, wie gesagt, habe ich noch 2 Mods im Petto, die ich aber noch nicht installiert habe. Also im Ordner drin, ne? Ich habe sie auf dem PC, aber ich habe sie halt noch nicht im Dings drin. Hat halt den Grund, dass wir uns erstmal dahin arbeiten, bis wir... Ach ja, Freunde. Huch. Mal gucken, der hat ein Säckchen fallen lassen. Gleich mal reingucken. Und? Ja, sehr nice. Grüße. Echt genial. Wart ihr das? War's das schon? Kommt da nicht noch einer? Jetzt ohne Witz. Waren es nur 2 Stück, ja? Die haben so einen Lärm gemacht. Die sollten sich aber schämen, oder? So, sehr schön. Okay, alles klar. Na, 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 na. Da geht's dann weiter. Ey, nee, doch, ey, ich baue die jetzt einfach mal ab. Die, wie gesagt, das ist Working Stift Tools Laden hier. Den gönnen wir uns. So.
Sehr schön. Ich mag das, wenn das so läuft. Okay. So. Ein Hündchen. Das Hündchen. Kriegst du eine? Ups. Entschuldigung. Ach, herrlich. So, Kaffee haben wir und ein bisschen was zu futtern nehmen wir natürlich mit. Und was hast du fallen lassen, mein Freund? Dreier gibt's. Oh, Alter, 567 Kohle. Was geht denn jetzt? Was ist denn jetzt kaputt? Nimm mit. Buch haben wir auch noch. Und? Rezepte, Jagdmesser und Bauplan, Jagdgewehr. Kennen wir schon? Nehmen wir mit. Alter, wir sind jetzt schon fast voll, ne? Müssen wir ja doch ein bisschen was schreddern. Hier, das Ding kannst du essen. Kannst du die Dose auch noch wegmachen? Ansonsten hier das Messing kannst du wegmachen. Das dauert eine Minute. Das hier würde dauern 45 Sekunden. Das würde dauern eine Minute. Das würde dauern 37 Sekunden. Ja, dann lass das mal machen. Dann ist das nämlich durch und dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz, weißt du? So, die darfst du dir gönnen. Einfach weil wir es können. So, was hat man jetzt hier? Ah, hier sind die. Siehst du? Guck dich das einer an. Zack, Quest wäre fertig. Aber wir wollen ja noch zum Hauptloot. Wir wollen den Hauptloot. So, bauen wir hier noch ein bisschen was ab. Schön, ey, das läuft. Ey, ich bin richtig gut gestimmt, dass wir uns hier mit 7 Days echt eine Weile richtig noch beschäftigen werden, ne? Weil es macht einfach so viel Laune. Wie gesagt, ich möchte halt nur eine große Stadt. Also wenn wir keine große Stadt hier haben, wo so ein paar Hochhäuser sind, dann wäre ich wahrscheinlich den Spaß doch schneller verlieren, wie ich es vielleicht wollen würde. Weißt du wie? Aber ich hoffe, da könnt ihr mich dann verstehen, weißt du? Weil man spielt's ja, um sich in die Fünfer zu ne, reinzusetzen und um auch in die Hochhäuser nachher reinzugehen. Weil die sind ja nochmal eine extra Klasse für sich, ne? So. Moin. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen irgendwie dahinter noch. So. Wir sind eigentlich schon durch. Aber ich weiß, dass hier noch ganz viele Sachen sind. Das Problem ist halt. Diese Anja-Wackerheit können wir, weißt du? Ah, nee. Ich liebe diesen Stahlknüppel. Ohne Witz. So, Munition, bisschen Katzenfutter, sehr schön. Nämlich da, wenn wir hier durchgehen, dann bricht das zusammen. Hier haben wir auch den Hauptloot. Sehr nice. Ist hier noch irgendwas? Ah nee, hier geht's eigentlich runter. Okay. Wir haben den Dings, den möchte ich jetzt nutzen. Dann können wir die Dosen noch wegmachen. Federn könnten wir zur Not raus. Das dauert nur 13 Sekunden. Okay, so. Lass mal knacken. Das geht ja schneller. Ja, ich habe jetzt einfach mal genommen, weißt du? Das sind zwar nur 10 Minuten, die das Ding braucht. Aber ist egal. So sparen wir uns erstmal ein paar Dietriche und können Dietriche sammeln. So, und Baseballschläger-Rezept zweimal. Oh, hier, Leben Simon. 20% Chance, ein Bein eines zweibeinigen Ziels zu leben. Sehr nice. Okay. Könnten wir alles mitnehmen? Pass auf. Das kommt nämlich jetzt hier rein. Geil, 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 geil. Leben Simon, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Ja, guck mal, wie geil die Waffe jetzt ist, ey. Wirksame Reichweite. Ja, gut, brauchen wir eigentlich nicht viel. Sehr schön. Okay, das hat sich gelohnt. Hier haben wir jetzt ein paar Rezepte. Da müssen wir gucken, was wir haben, ne? Nicht, dass wir es wieder verkaufen, einfach so. Genau wie die Baseballschläge. Eins könnten wir auf jeden Fall verkaufen. Ey, super, das läuft. So, hier, das können wir verkaufen. Erst machen wir dann, komm, Abfahrt hier. So, hier. Ging das jetzt hier runter? Ja, eigentlich? Nee, hä? Warte mal. Doch, da ist noch einer. Hey, saß hier nicht ein Zombie in der Ecke? Eigentlich schon. Aber wir sind hier noch nicht durch. Das meine ich halt. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier durchkommen. So. Ach, leck mich doch. Ach, Scheiße. Siehst du? Eigentlich der da. Ach Mann, komm um die Ecke los. So. Bürostuhl. Ach,
Ach Mann, manchmal, weißt du. So, haben wir eigentlich nicht Augenschmiss irgendwie? Warte mal. Hat man da nicht noch irgendwas? Nö. Dann kannst du schreddern, danke. Gucken wir mal rein hier. Und? Naja. Naja, so, wo mussten wir denn jetzt? Warte, jetzt. Da hinten war der Hauptloot. Da sind wir eben runtergefallen. Wir wollen da hinten hin. Oh, lass mich durch hier. Lass mich durch. Lass mich durch. Hier müssen wir irgendwie hoch. Da wird es wahrscheinlich nicht gehen, wenn dann hier. Weißt du. So, jetzt, weil hier hinten ist nämlich noch ein Munitionspaket. Genau. Das ist immer der letzte hier, den vergisst man gerne. So, Pfeilspitzen aus Stahl, sehr nice. Oh, kriege ich die jetzt nicht mal mit? Dein Ernst? Was lasse ich denn jetzt dafür da? Oder haben wir irgendwas, was wir schreddern können? Denke, denke, denke. Das Glas kann mal weg. So. Sehr schön. Na gut, dann sind wir jetzt. Jetzt sind wir komplett durch. Jetzt können wir zurück die Quest abgeben. Wo waren jetzt hier? Nichts bleibt zurück. Sehr schön, haben wir sie fertig, Freunde. Und wir haben es 19 Uhr. Das heißt, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen. Ich überlege jetzt gerade, was wir machen. Wollen wir eine Quest für die Nacht mitnehmen? Oder wollen wir... Ja, eigentlich schon, ne? Ich habe gesagt, wir wollen so schnell wie möglich in die Vierer kommen. Dass wir dann... mit den Vierer vielleicht die Chance auf die Stadt haben. Was eigentlich ja machbar sein sollte. So, dann könnten wir morgen noch eine machen. Ja, warte mal. Wir könnten ja doch eine für die Nacht. Dann hätten wir noch eine morgen früh. Ich weiß es jetzt. So, Jagdmesser kannst du behalten. Bauplan Jagdgewehr haben wir noch nicht. Bauplan Baseballschläger haben wir noch nicht. So, ne? Das kannst du verkaufen. Das verkaufst du. Das verkaufst du. Das kannst du sticken. Das kannst du eigentlich sticken, aber geht nicht. So, Machetenteile können verkauft werden. Das kann verkauft werden. Stahlvorschlag kann verkauft werden. Drahtwerkzeug können wir einmal verkaufen. So, noch irgendwelche Bücher jetzt hier? Nee, nee. Okay, pass auf. Dann gehen wir mal durch. Fapp. Und fapp. Und zack. Da sieht die Sache nämlich schon anders aus. Und der Rest wandert jetzt bitte schön hier rein. Außer den Amboss. Die Kohle nicht. So, das verkaufen wir alles. Der Amboss geht in die Schmiede. Da haben wir nämlich jetzt den zweiten. Ach, das kann man nicht machen. Okay. Schade. Ich dachte, wie beim Feuer, weißt du? Dann hauen wir hier rein. So gut. So, die Kohle, das verkaufen wir jetzt alles. Ja, und dann nehmen wir uns noch eine Quest mit. Mal gucken, was er hat. Ich habe mir auch mal überlegt, dass wir vielleicht doch mal so eine Grabungsquest machen. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Grüße. I've got the best selection of Wow, medicine in eben the gekriegt, ne? Eisenspitzhacke bringt 240. Frostbits sind 150, alle drei wert. Schadensverminderung. Ja, dann nehmen wir die Eisenspitzhacke und verkaufen die noch mit. Darf ich dein Inventar sehen? Hier, dann kannst du das haben. Das willst du jetzt nicht. So. Guck mal, schon wieder 2532. Ey, was wir an Kohle machen, das ist einfach unnormal, ne? Da könnte man sich auch langsam mal ein bisschen was leisten, oder? Hier zum Beispiel fortgeschrittener Blasebalg. Bab gekauft. Weißt du wieso? Weil wir brauchen die eh dann irgendwann mehr Schmieden, ne? So, ansonsten. Die Magnum, ne? Oh, Dreier Magnum, der ist schon echt nice. Panzerbrechende Munition. Ja, wir müssen ja dann auch selber in die Munition-Dings gehen, Produktion. I'm a doctor.
940, you know? Was ist das? I Country Town Business 03. Hard. If you take a job, I'd be glad to take my commission. Vergrabene Vorräte. Always looking for some adventurous soul. Takes some nerve to ask for. You need some work? Hier hat man Haus und Bungalow 1. Und das andere war. Warte. Nothing this time. Wenn's noch die gleiche sind, Haus und Bungalow. Ja, okay, so, pass auf. Could just go ahead and dann würde ich sagen, machen wir die hier. Oh, thank goodness. I couldn't find anyone to do that ja, job. Die machen wir dann einfach in der Nacht. Jetzt gucke ich mal nur, wo die ist. Oh, die ist in der anderen Siedlung. Auch nicht schlecht. Da waren wir noch nicht. Schön. Da können wir nämlich hier hinten fahren wir einfach gerade durch und decken hier so ein bisschen noch auf, weißt du, und dann die andere Siedlung rein für die Nacht. In der nächsten Folge dann. Das ist ja nicht schlecht. So, ansonsten, das Ding wollte sie jetzt nicht. Dann packe ich das mal dahin. Wir brauchen unbedingt irgendwie einen schönen Rückzugsort. Aber wie gesagt, ich möchte ja erst einmal, dass wir hier durchgehen, weißt du? So, das haben wir. Ein Glas Wasser kannst du immer noch trinken. So, was haben wir jetzt hier drin? Hier haben wir noch 5 Wasserflaschen. So, die Kohle rüber. Das Glas rüber. Das kommt noch eingelagert. Ansonsten, essenstechnisch. Ja, wir gönnen uns dann den Wildbrett-Eintopf für die Nacht, oder? Klar, das machen wir. So, Knochen kommen rein. Der Motor kommt hier rein. So, perfekt. Wollen wir noch gemeinsam rüberfahren in der Folge? Nee, eigentlich nicht, ne? Machen wir morgen zusammen dann. Weil, all die Weil. Ja, passt schon. Ja, hier haben wir noch einen roten Tee. Roter Tee ist jetzt nicht. Ich habe hier noch diese Heizkörper. Schmeiß die da mal mit rein. Jagdmesser. Wasser. Wasser, warte mal. Ja, wir waren schon richtig hier. Zack. Darfst du dir die jetzt mitnehmen? Sehr schön. So, siehst du, da haben wir nämlich schön trinken. Essen haben wir noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen hier an der Stelle wieder und wir fahren dann zusammen rüber, weil wir noch das Gebiet aufdecken wollen, weißt du? Ach, sehr schön, so machen wir's. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.